Der Rettungsdienst wurde zu einem Absturz eines Sportflugzeuges alarmiert zwischen der Ortschaft Reutern und dem Sportflugplatz Hahnweide. Anfangs war es natürlich etwas unklar, wo die Absturzstelle liegt. Deshalb hat die Leitstelle alle Kräfte in einem Bereitschaftsraum in den Bürgerseen hindirigiert. Zwischenzeitlich gab es dann neue Erkenntnisse. Man hat über das Smartphone des Anrufers eine genaue Standortbestimmung vornehmen können. Und wir konnten so dann zielgenau und die Einsatzkräfte an die Einsatzstelle bringen. Ja, vor Ort war es dann so, dass wir das Flugzeug gefunden haben und der Pilot leider beim Absturz ums Leben gekommen ist. Ja, es war natürlich so, dass Fahrzeuge der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes in das Waldgebiet eingefahren sind. Es war natürlich ein Waldweg, es war schon schwierig, die Fahrzeuge alle zu platzieren und die letzten 100, 150 Meter mussten dann auch zu Fuß zurückgelegt werden. Die Absturzstelle, so wie ich das erfasst habe, war etwa 100 Meter lang, also vom Einschlag in die Bäume bis dann zum Auffinden des Wracks. Seitens des Rettungsdienstes waren zwei Notärzte hier im Einsatz, vier Rettungswagen. Es wurden noch zwei Schnelleinsatzgruppen des Ehrenamtes alarmiert. Gesamt waren wir mit 34 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen hier vor Ort. Wir haben dann natürlich auch ein Notfallnachsorgedienst-Team alarmiert, das sich jetzt bei der Polizei gemeldet hat, für den Fall, dass Angehörige zu betreuen sind oder eben auch vom nahegelegenen Flugplatz eventuell Bedarf besteht, die Situation nachzubesprechen und sich um die Betroffenen zu kümmern. Der jährliche internationale Hahnweide-Segelflugwettbewerb, dann natürlich das Oldtimer-Fliegertreffen. Damit ist die Hahnweide bekannt geworden, eigentlich durch den Hahnweide-Segelflugwettbewerb, der jetzt zum 52. Mal im Mai oder Anfang des Monats hier ausgetragen wurde. Und auch da kann man sagen, die Hahnweide ist ein sicheres Gelände. Die UL-Geräte, man nennt sie ja Fluggeräte, sind heute ein sicheres Gerät. Man kann natürlich jetzt da nichts ableiten von diesem heutigen Geschehen. Das ist natürlich immer negativ, aber daraus sollte man jetzt nicht irgendetwas entwickeln, dass das Ultraleichtfliegen doch ein Risiko wäre. Ist nichts riskanter als andere auch. Man muss halt die Grundregeln der Fliegerei beachten. Was immer hier die Ursache war, das wird sich herausstellen, das wird die Flugunfalluntersuchungsbehörde sicher feststellen. Und wichtig ist, dass die Nachwelt dann auch erfährt, warum solche Dinge passieren, um sie in Zukunft auch zu verhindern. Also was speziell ist bei den Ultraleichtflugzeugen, dass sie eben ein sogenanntes Gesamtrettungssystem an Bord haben, das mit einer Rakete geladen ist oder das auch ausgelöst werden kann. Und in der Regel, wenn irgendein Notfall entsteht, kann der Pilot dieses Rettungssystem auslösen. Mit einer Rakete wird ein Fallschirm ausgeschossen, der das gesamte System sicher zur Erde bringt. Warum das jetzt hier nicht geschah, das wird irgendwie die Untersuchung zeigen. Aber das ist der große Unterschied zu den größeren Flugzeugen.